Detlef Buck und Antonis Trunk gleich in der Harald Schmidt Show. Und Band, mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten, renommiertesten Regisseure in unserer umjubelten deutschen Filmbranche, meine Damen und Herren, und hat eine der erfolgreichsten Romane der letzten Jahre verfilmt. Daniel Kehlmanns, Die Vermessung der Welt. Herzlich willkommen, Detlef Buck. Pass. Du bist kein Niedersachse, du bist Schleswig-Holsteiner. Ja. Bist du Friese? Nein. Ist das Norddeutsch, würde ich sagen. Ist das Dithmarschen? Nein. Aber das interessiert dich wirklich, Holsteiner. Holsteiner, ja, natürlich interessiert mich das immer, weil ich bin auch immer da oben auf Föhr im Urlaub und jedes Mal, wenn ich da durchfahre, dort hast du viele Fans übrigens, ja, die fühlen sich sozusagen durch dich auch bundesweit ein bisschen repräsentiert. Ja. Und jedes Mal, wenn ich durchfahre, sage ich, da kommt Detlef Buck her. Ich weiß nie genau wo, aber es ist nördlich von Hamburg, in der Nähe von Bad Segeberg oder so, ne? Ja, ich bin geboren in Bad Segeberg. In Bad Segeberg? Ja. Wie geht's nach einem so anstrengenden Film? Gut, weil es gut ausgegangen ist. Ja. Also, es war schon so ein Ritt, würde ich sagen. Das Worüber? War, über den Bodensee? Oder? Ja, es war ein Ritt in die Vergangenheit. In die Vermessung der Welt ist ja auch über die beiden. Du hast das gelesen vielleicht? Ich habe es leider vergessen zu lesen, aber ich weiß, es geht um Alexander von Humboldt und Gauss. Genau. Den Mathematiker. Den kennst du noch vom 10-Mark-Schein. Den kenne ich noch vom 10-Mark-Schein. Genau. Ja? Und das Schöne, also was mich fasziniert im Buch, haben das hier viele gelesen oder so? Ich meine, Inhalt. Aber kann man ja im Film sehen, da ist es komprimiert, zwei Stunden. Ein Weltbestseller war das Buch. Ja. Ja, wirklich war. Ja. Von Kehlmann. Und es ist eine interessante Reise eigentlich in die Vergangenheit. Und Alexander von Humboldt hat ja auch Südamerika erforscht, er war kein Eroberer. Ja. Und da haben wir dann auch gedreht in Ecuador mit im Dschungel, also im Amazonasbecken, mehr oder weniger. Und das war schon 150. Mein Team, es war auf jeden Fall eine Herausforderung in 3D. Das war komplizierte Technik. Aber es hat sich gelohnt, weil jemand hat geschrieben, es ist wie begehbares Bild. Also man macht wirklich eine eigene Reise. Trailer mache ich bist ja auch der Produzent. Ja. Und du hast das Drehbuch geschrieben mit Daniel Kehlmann zusammen. Ja. Oder nicht? Ja, mit Daniel zusammen. Ja. Das ist selten, dass man sich nicht verkracht als Autor und Regisseur, oder? Nee, wir sind uns, das hat viel Spaß gebracht und Daniel Kehlmann zeichnet sich durch, das ist kein Auskenner, erst dachte, hier kommt so ein Auskenner um die Ecke, der ist neugierig. Neugierde steht auch als wichtigster Punkt eigentlich in dem Film, dass man letztendlich, wer neugierig ist, geht auf eine Reise und rastet dann nicht, ne? Genau. Gab es denn gefährliche Mücken, Schlangen, alles. Krankheiten? Alles. Wie ist das im ecuadorianischen Dschungel? Ja, man kann sagen, dass man den Dschungel, also das, was Alexander von Humboldt vorgefunden hat, gibt es nicht mehr. Und man kann auch sagen, dass der aus dem Amazonas durchrädert ist, schon durch Erdölleitungen und Pipelines. Und auch wir haben ja mit Huaranis und Shoas gedreht, mit Indigenen, die sind quasi in einem Reservat, das ist voll mit Erdöl unten drunter und das wird wohl ausgebeutet werden und irgendwann wird die Welt nicht mehr sein, wie sie ist. Das ist auch eine Erfahrung, wo man merkt, nichts bleibt. Aber es war letztendlich eher das Logistische, was irrsinnig. Da wird man jetzt nicht entführt. Der Kameramann hat vor 10 Jahren mal gedreht, da hatten die immer vor dem Set einen Helikopter als Überwachung, weil sie Angst hatten vor Entführung. Tatsächlich, ja? Ja, aber das hatten wir jetzt nicht so. Und ist richtig, eine deiner Töchter sollte auch mitspielen? Eine spielt mit, ja. Ja, und der andere wollte nicht? Die hat gesagt, sie hat das begründet, sie möchte nicht mitspielen, weil sie es nicht möchte. Dann habe ich gesagt, das ist super, das verstehe ich total. Das ist die beste Ablehnung. Da ist man doch eigentlich stolz als Vater, oder? Ja, ich war da sehr stolz. Ja. Ja. Du sagst, irgendwie, da gibt es nichts hinzuzufügen. Mal eine Frage, warst du eigentlich schon immer so blond? Nee, ich habe danach einen jungen Mann gespielt und der sollte rote Haare haben und dann wird das hin und her gefärbt. Das, die echte Haarfarbe ist da unten drin. Also es ist ähnlich wie bei dir. So schwarz. Schwarze Mini-Pi. Das ist nicht, das ist irreversibel. Dann, eigentlich. Dann ja. Also, der Film startet morgen für den normalen Zuschauer. Gehst du denn rein? Also, interessiert dich das? Ich werde das Buch lesen und den Film mir anschauen. Oder guck erst den Film, dann kannst du ja sehen, ob dir gefällt.
Weil dann hast du nicht so einen Zeitaufwand. Weil nee, das, aber das Buch hat so wahnsinnige Kritik. Und ich finde, Kehlmann ist ein unglaublich schlauer Zeitgenosse. Also auch weißt du denn das, wenn er das weil, nee, ich meine nicht das Buch. Ich lese ja auch Interviews mit ihm. Ich lese, wenn er so Vorträge hält über Theater. Ja. Der watscht das Regietheater ziemlich ab. Und das war einmal so ein Ding, wo er sich da... Ja, und er ist ein... Ich habe neulich gelesen, er hatte eine Veranstaltung in Berlin, wo er sozusagen das Publikum so komplett auf seine Seite gezogen hat im Verlauf des Abends, indem er ja eigentlich so ein bisschen... Er fällt ja ein bisschen aus der Zeit. Er ist ja nicht für den Zeitgeist, oder? Nee, das ist das Tolle an ihm. Ja. Aber man kann ja aus der Historie immer lernen, auch für heute. So ist es. Und deswegen würde ich auch wahrscheinlich... du kannst dann da... Ja, ich will nicht. Ich lese wahrscheinlich das Buch zur Hälfte, dann gucke ich mir den Film an und dann lese ich weiter.